Bremen 1, die Chronik. 12. November 1998. Heute vor 20 Jahren wurde der PKK-Gründer Abdullah Öcalan in Italien verhaftet. Christian Erber. Leonardo da Vinci Flughafen Rom. An Bord des Fluges 584 der Aeroflot ein Mann, den die Sicherheitsbeamten an der Passkontrolle schon erwarten. Denn er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Ja, Öcalan hat anscheinend versucht, um 22 Uhr Ortszeit aus Moskau kommend mit einem gefälschten Pass einzureisen. Berichtet Michael Matting, Hörfunk-Korrespondent in Istanbul. Nachdem PKK-Chef Abdullah Öcalan enttarnt ist, klicken die Handschellen. Denn in zwei Ländern ist er zur Verhaftung ausgeschrieben. In der Türkei und in Deutschland. Nach seiner Verhaftung soll er ausgeliefert werden. Aber wohin? In die Türkei darf er nicht, weil ihm dort als gesuchter Terrorist die Todesstrafe droht. Und Deutschland will ihn nicht, wie Bundeskanzler Gerhard Schröder unmissverständlich klarmacht. Ich habe den italienischen Ministerpräsidenten gebeten, dafür Verständnis zu haben, dass Deutschland keinen Auslieferungsantrag stellen wird. Denn Schröder weiß, auch wenn Öcalan verhaftet ist, reicht sein Einfluss immer noch weit. Allein in Deutschland leben 500.000 Kurden, von denen viele bereit sind, auch gewalttätig gegen die Festnahme des selbsternannten Freiheitskämpfers zu protestieren. Daher habe er als Regierungschef abwägen müssen. Ob wir wollen, dass die zu befürchtenden Konflikte auf deutschem Boden ausgetragen werden oder nicht, wir haben uns für den Schutz des Rechtsfriedens in Deutschland in dieser Frage entschieden. Und Schröder sollte Recht behalten. Als bekannt wird, dass sich die Türkei um Öcalans Auslieferung bemüht, ziehen tausende Kurden aus ganz Europa vor das römische Militärhospital, in dem der PKK-Führer unter Hausarrest steht. Zwei Demonstranten machen deutlich, wozu sie bereit sind, sollte Öcalan tatsächlich nach Ankara überstellt werden. Es wird eine große Katastrophe geben in Europa, aber auch in der Türkei. Es wird Blut geben. Jeder Kurde, der in Europa lebt, ist eine lebendige Bombe, sagen wir mal. Italien steckt sozusagen in einer diplomatischen Zwickmühle und lässt deshalb gut 4 Wochen nach seiner Verhaftung Öcalan wieder frei. Doch dessen Odyssee geht weiter. Im Januar 1999 machen ihn türkische Agenten schließlich in Kenia ausfindig und entführen ihn nach Istanbul. Im anschließenden Prozess wird er zunächst zum Tode, später zu lebenslanger Haft verurteilt. Erstmals verhaftet wurde der PKK-Führer Abdullah Öcalan in Rom. Das war heute, vor 20 Jahren. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.